hat ein Ziel, der hat dort die Teile. Also sehr zwiegespalten dieses Jahr, weil auch im Ramadan war es so, dass man sehr oft gehört hat, das wird überschattet von den Kriegen, ne, die wir haben. Vor allem der in Gaza. Hier waren auch ein paar Familien, die ganz frisch aus Gaza geflohen sind. Und da war ein junger Mann, der hatte Bilder dabei von seiner gesamten Kernfamilie. Alle außer seinem Bruder sind verstorben. Aber es war herzzerreißend, diese ganzen Erfahrungen zu sehen. Und das überschattet natürlich auch hier die Freuden. Dann wird Allah sagen, mein jeder Diener war in Not. Und wenn wir diesen Weg nicht einschlagen und diese Fahrt irgendwie abweichen. Und das wurde auch in der Ansprache erwähnt, dass man diese Trauer kanalisiert in Gebeten, dass man für diese Menschen betet, dass es endlich Frieden gibt. Und wir hoffen, dass einfach überall Waffenstillstand ist und diese diplomatischen Kanäle einfach stärker gemacht werden und die Menschen überall in Frieden diese Festlichkeit auch begehen können. Die ganzen Anreisen. Die nehmen wir. Ne? Ob ich mir gedacht habe. Braucht man dann nicht mal ein Jahr? Ich bin nicht gut mit 10 Jahre? Über 10 Jahre? Das sind 26 Jahre. Also Eid bedeutet für mich eine Gemeinschaft, Zusammenhalt. Man ist mit der ganzen Familie, man ist mit seinen Brüdern und Schwestern im islamischen Glauben. Und das ist einfach was Schönes. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich hier geborgen mit dem Gebet. Genau, die Kriege nehmen einen natürlich mit. Das ist immer im Hinterkopf. Und es ist schön, das immer vor den Augen zu haben, dass es uns auch wirklich hier so gut geht und wir diesen Wohlstand haben, den wir haben. Das ist schon wichtig, immer uns zu zeigen.